Ja, der zieht um einiges mehr ab. Was habe ich denn noch für Okay, ich habe mich einfach verlesen gerade eben, weil ich dachte, da steht schon wieder nur eins. Und ich dachte nur, what the fuck? Das kann nicht sein. Und das war fucking knapp. Ja, doof. Zauberspruch, Vermilius, Uno, Du, Schnuno, Schnarschni, Schnö, Schnö. Schnu, Schnu. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Also. Ich gehe jetzt einfach mal random in irgendwelche Richtungen. Und das war gar nicht mal so scheiße. Weil ich schon beim Boss bin. Oh, holy fuck. Ja, ich versuche jetzt nochmal wieder ein Level zu bekommen. Macht mich platt, ja. Hätte mich vielleicht vorher heilen sollen oder speichern? Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd gewesen. Oh, fuck. Okay, das war Glück. Wow, sind die Items scheiße! Hm. Ja, ja. Ich mache erstmal die Fledermaus kaputt, einfach weil ich es kann. Und dann mache ich die Ratten platt. Voll platt gemacht hier. Da, 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 da. Du hast einen neuen Zauberspruch-Level, Vermilius. Das ist jetzt der Duo wahrscheinlich. Oh, fucking shit. Ja, behält mich das in irgendeinem Sinne? Ich habe 70 von 107 und dann esse ich mal so einen Kröterich. Wo sind denn... Habe ich jetzt alle gegessen? Wow. Also, das ist echt beschissen. Aha. Was waren jetzt SP? Ja, anscheinend das Richtige. Ich bin höchst verwirrt. Ja, ich würde jetzt gerne noch gegen was Kleines kämpfen. Okay. Gegen was Kleines habe ich gesagt. Oh, scheiße. Hm. Die Zaubersprüche können Level erreichen. Das ist... Das wusste ich nicht mehr.
Könnte ich noch hinkriegen. Ja. Okay, Gegenstand. Erstmal den Mega-Power-Trank. Und dann brauche ich auf jeden Fall einen Aufpäppeltrank. Und dann kann ich... Ah, also doch... Ah, ja, cool. Das sind dann die neuen Level. Die heißen dann halt nicht mehr Uno, sondern Due und dann... So, ne? Ich bleib, obwohl... Probieren wir ihn mal. Ja, der ist ganz nett. Aber 8 Mana sind krass. Außerdem möchte ich den Verdimelius ein bisschen leveln, weil den wir auf jeden Fall noch brauchen. So. Yeah, yeah. Aha. Jetzt machen wir den. Bei kaputt. Scheiße. Das war so nicht geplant. Ja, nice. Gar nicht nice. Fuck. Probieren wir es mal. Oh, krasse 17 Punkte. Voll der Burner. Oh, fuck. Ja, das war echt nicht so geplant. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Was macht die Kürbispastete? Okay, die gibt einem ein bisschen mehr. Das ist ja schon mal nett. Gut, das war Glück. Dann nehme ich nämlich jetzt noch den Kesselkuchen. Und das war nochmal Glück. Und dann nehme ich jetzt nochmal den Aufpäppeltrank. Scheiße. Und jetzt machen wir weiter. Boah, krass, nur einzeln. Voll dick rot. Oh. Gut. Das war der Boss. Jetzt kriege ich das Level. Klar. Oh, speichern. Danke. Noch die Treppe rauf und schon kamen wir gesund und munter in Hogwarts an. Alle anderen sind schon drin. Ja, ich glaube aber, hier war noch was. Ja, ich hätte jetzt echt hier die Katakomben ein bisschen besser durchsuchen können. Dann hätten wir einige Kartenkombinationen und einige Zauberkarten gefunden. Aber das ist mir jetzt egal. Weil von der Zeit es gerade sehr gut ausgeht, bald Schluss zu machen. Die Erstklässler Professor McGonagall. Willkommen in Hogwarts. Die Einführungsfeier beginnt in Kürze. Wir werden feststellen, welche Häuser ihr kommt. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin. Ihr habt gemeinsam Unterricht und schlaft in diesem Haus. Mit den Punkten, die ihr für euer Haus verdient, könnt ihr möglicherweise den Hauspokal gewinnen. Psst, was sind das für Punkte? Wenn du große Leistungen vollbringst, bekommst du Punkte. Wenn du jedoch die Regeln verletzt, werden Punkte abgezogen. Am Ende des Jahres werden sie zusammengerechnet und das Haus mit den meisten Punkten gewinnt der Hauspokal. Wie werden wir denn ausgewählt? Ich glaube, wir müssen mit einem Troll kämpfen. Folgt mir bitte!
Oh Gott, das war jetzt viel zu... Aber wie soll ich denn mit McGonagall sprechen? Alte Frauenstimmen und ich, ne? Das ist... Alte Stimmen geht nicht. Das geht einfach nicht. Nein. Du hast ihn sehr erfolgreich überquert und den Weg durch die Kerker gefunden. Jetzt bist du also endlich in Hogwarts angekommen. Und jetzt speichere ich hier. Und... Ja, komm. Das machen wir jetzt noch und dann... Dann ist fertig. Ich hoffe, wir kommen in dasselbe Haus und vor allem nicht nach Slytherin. Sie sind nicht alle böse, aber dort leben einige ganz fiese Typen. Ich mag Slytherin. Willkommen, Erstklässler. Ich bin Albus Dumbledore, Schulleiter von Hogwarts. Bitte begebt euch zu eurem Tisch, sobald ihr von einem Haus zu weiter sitzen werdet. Der Schnupfen wieder, der Ärger hat mich zugeteilt. Au, wurde da hat was geknackst und das tat weh. Der Schnupf macht schon wieder Quatsch. Alle Zylinder und schicken Kappen sind gegen mich, doch nur Jammerlappen. Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid und bin für jeden Schädel bereit. Setzt mich nur auf, ich sag euch genau, wohin ihr gehört, denn ich bin schlau. Und der Schnupf ist total verwirrt. Granger Hermine. Gryffindor. Oh Gott, war das so. Potter Harry. Nicht Slytherin, bloß nicht Slytherin. Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. So, ich muss jetzt hier runter. Da war Gryffindor. Das waren so die Geister. So. Ist das der Tisch von Gryffindor? Du scheinst ein feiner Kerl zu sein, aber das ist nicht dein Tisch. Warum rede ich Harry so hoch? Das war der Baron. Ein Slytherinner. Ein Slytherinner. Das Drachenklaff. Ist das der Tisch von Haus Gryffindor? Tut mir leid, aber das ist nicht dein Tisch. Ah, ah. Der halb fast kopflose Nick. Sir Nicholas de Mimsey Poppington, Hausgeist von Gryffindor. Ich wohne im Turm. Was kann ich für dich tun? Ist das der Tisch von Gryffindor? Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Oh, mein Herz ist erwärmt. Harry, komm hier hin. Danke, ich fühlte mich etwas verloren. Ja. Ja, ja, ich war verloren. Und traurig und ich gehe jetzt nach oben. Wer ist der Mann mit dem scharfen Gesichtszügen dort hinten? Er scheint mich zu hassen. Das ist Snape. Er lehrt Zaubertränke und ist Hauslehrer von Slytherin. Behalte ihn gut im Auge, der mit dem Turban ist Quirrell. Er unterrichtet Verteidigung gegen die dunklen Künste. Man sagt, Snape sei scharf auf seinen Job. Und da kommt Ron. Ich wurde für Gryffindor ausgewählt. Gut gemacht, Ron. Dann sind wir jetzt alle zusammen. Was meinst du mit wir? Die Zeremonie ist zu Ende. Willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Das Bankett ist eröffnet. Diese Anlehnung, die wird keiner verstehen. Nein, nein. Ich hoffe, euch hat allen das Bankett gefallen. Macht euch jetzt auf den Weg, eure Häuser zu finden. Ja, Kids. Dir wird klar, dass es eine große Ehre für dich ist, fürs Haus Gryffindor ausgewählt worden zu sein. Du hörst ein Gerücht darüber, dass eine neue Kartenkombination im Sammelverein verfügbar ist. Hörte ich dieses? Ich sage jetzt aber, ich hörte, dass ich das Spiel speicherte. Ja, das bis jetzt war das auf jeden Fall schon mal Harry Potter und ein Stein der und der Steine und ein Stein der Weisen oder der Stein der Weisen, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und ja, wir sind gerade in Hogwarts angekommen und wir haben jetzt schon ein bisschen gespielt und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, weil ich es kann und weil es schon recht spät ist und ich müde, nicht müde bin, aber ich habe Hunger und ich würde gerne noch was anderes machen heute. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gebt mir ein bisschen Feedback in den Kommentaren,
ob ihr das cool findet oder nicht. Ich bin mir da nämlich noch nicht so ganz sicher, aber ja. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Harry Potter auf dem Game Boy Color. Und ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Genau, Jigen. Genau das.